Hallo bei SupportNet News, mein Name ist Jakob Lemke. Wir hatten ja schon in den vergangenen Tagen ausgiebig über die SOPA-Proteste weltweit berichtet. Es geht darum, dass in den USA ein Antipiraterie-Gesetz verabschiedet werden soll, was aber auch eine erhebliche Zensur für das Internet bedeuten könnte. Mittlerweile gibt es erste Ergebnisse aus den USA, was die Protestaktionen denn erreicht haben, und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Los Angeles Times zum Beispiel berichtet, dass mindestens 4,5 Millionen Menschen eine Petition gegen SOPA unterzeichnet haben. Facebook und Mark Zuckerberg waren lange kritisiert worden, da sie sich nicht offiziell an den Protestaktionen beteiligen wollten. Am Tag der Proteste hat Mark Zuckerberg aber dann doch einen Status-Mitteilung abgegeben auf seinem Facebook-Account, wo er sich gegen SOPA ausspricht. Der wird mittlerweile von gut 1,5 Millionen Menschen geliked und ist knapp 100.000 Mal geteilt worden. Mark Zuckerberg hat das erste Mal seit Ende 2009 auch wieder einen Tweet auf Twitter abgesetzt, und da bittet er auch darum, den Abgeordneten zu erklären, dass SOPA sich gegen die Basisstrukturen des Internets richtet. Das scheint gefruchtet zu haben, denn der Business Insider berichtet, dass sich mittlerweile 26 Senatoren umentschieden haben und SOPA bzw. PIPA nicht mehr unterstützen wollen. Warum die ganze Geschichte für uns so wichtig ist, zeigt diese Grafik von Spiegel Online, denn die deutschen Internetserver surfen nur zu 19% deutsche Websites an, und das ganz Großteil der Webseitenbesuche bezieht sich nämlich auf amerikanische Webseiten, und die werden ja bekanntlichermaßen direkt von SOPA betroffen. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.